Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen jetzt zu einem neuen Video und zu einem ersten Video auf unserem Kanal. Prank Let's Play Vlogs. Genau. Mit mir natürlich den Hero und mit mir Minecrafter. Wir begrüßen euch zu diesem ersten Video. Wir haben uns gedacht, als erstes Video starten wir mit einem Let's Eat. Ja, Leute. Übrigens, wir sind hier in Berlin, in der Jugendherberge Berlin-Ostkreuz. Wir werden ja morgen die Bundeskanzlerin treffen, deswegen ziemlich interessant. Ja. Fangen wir mal an, zeigen wir den Leuten mal, was wir alles gekauft haben. Hier, also, hier sehen wir als erstes neue Skittles. Erstmal richtig geil, eine grüne Packung, jetzt ist auch die rote, aber die grüne war geil. Ist, war mehr drin. So, dann haben wir einmal hier Pringles Original, die ganz normal, einfach eine kleine Packung. Wir haben hier uns noch einen Fuse Tea gegönnt, weil wir einfach mal testen wollten, wie der so schmeckt. Mit dem Geschmack, glaube ich, schwarze Pfirsich. Und hier haben wir noch Gummibärchen Haribo Colorado. Ich hoffe, man sieht hier. Hier verschiedene Sorten. So, dann haben wir hier zweimal einen Corny Riegel Haferflex, oder? Hafercraft Kakao. Haben wir zwei. Jeder eine. Und dann als letztes. Und als letztes haben wir uns hier noch eine Beefy Roll geholt. Das ist so eine Salami-Stange in einem Brötchen. Ja. Und mit was beginnen wir? Ich würde sagen, wir beginnen mit mal. Mit dem Pringles. Nein, ich würde sagen, mit dem Beefy. Okay, machen wir. Ja. Sehen wir, dass es aufgeht. Okay. Okay, naja. Die Hälfte knicken. So sieht das von innen aus. Also hier sieht man die Salamistange und außenrum das Brot. Probierst du schon mal? Mhm. Eigentlich mit einer ganz normalen Salami, Beefy und Teigmantel. Also nichts Besonderes. Schmeckt ganz gut. Ja. So. Legen wir mal zur Seite. Dann. Als nächstes machen wir die Haribo Colorado. Jo. Soll ich auch noch? Ja. So, ich mag voll keine Lakritz, aber ich nehme jetzt hier einfach mal den Frosch, Leute. Ich nehme hier die Himbeere. Die mag ich besonders gern. Also wieder der Schaumboden hier, der ist natürlich, finde ich, sehr knüppel im Mund. Das finde ich sehr gut. Hier sieht man nochmal Packungen, hier noch verschiedene Sachen. Schmeckt richtig, richtig nice. Ja. Als nächstes Müll erstmal hier sagen, auf den Boden. Die Skittles. Skittles. Jo, Leute. Machen wir die am besten drauf. Einfach hier so mal richtig aufreißen. Genau, warte. So, hier so wieder verschließbar. Hier habe ich ein gelbes. Wahrscheinlich mit Zitronengeschmack. Ich habe ein rosanes, wahrscheinlich Himbeere. Mhm, Zitrone. Also, von der Konsistenz her, außen eine harte Schale, innen glaube ich, normaler Kaugummi mit Zitronengeschmack. Es pickt sehr. Sehr packend. Aber ja, also vom Geschmack her, eigentlich relativ nice. Kommt auch mal zur Seite. So, würde ich sagen, nächstes die Corny Haferkraft. Jeder einen. Ja. Hier nochmal in die Kamera gehalten. Richtig nice. Hier sieht man nochmal. Hier so. Richtig geil. Der schmeckt wie. Das schmecken wie Plätzchen. Wie Plätzchen, genauso. Ja. Richtig geil. Also richtig geil, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Fusti. Zum Runterspülen. Hier nochmal ganze Packung hier. Mal rumgedreht. Ja. Pfandflaschen. Ja. Wie in Deutschland eben üblich. Ja. Darf ich anfangen? Ich mach mal auf. Jo. Ich glaube nicht, dass du zusammendrückst.
Hier wieder klassisch bei Fuse Tea, der große Verschluss. So. Und ich halte. Jetzt wäre ein Strohhalme nicht schlecht. Ja, das geht schon. Oder ein Bohrer. So. Du beginnst. Also sehr erfrischend, muss man schon sagen. Den schwarzen Tee, am Anfang nur Pfirsich, aber dann kommt der schwarze Tee so ein bisschen aus Nachgeschmack. Schmeckt wie so, wie kennt ihr die Arizona, die Cowboy-Cocktails? So schmeckt das ungefähr. Ja, auf jeden Fall übel nice, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Richtig geile Erfrischung für den Sommer. So, und also jetzt das, die Hauptattraktion Pringles Original. Soll ich jetzt hier aufmachen? Plastikdeckel runter. Ja, und dann hier klassisch Pringles. Ist jetzt nur eine kleine so, Packung. So, das ist jetzt nur eine kleine Packung. Das sind die Original. Hier sieht man auch mal in Kamera. Dann mal nicht erstecken. Entschuldigung. Ja. Hier auch die 40 Gramm Packung. Ja. Schmecken eben wie ganz normale Pringles. Die Standard Pringles, ja, man sie meiner Meinung nach immer noch die, keine Ahnung, die besten. Besten. Also die Schafe sind auch gut, aber es sind so. Immer auch noch die besten. Das sind wahrscheinlich aus den ersten, wo rausgekommen sind. Ja, darum heißen sie auch Original. Und ja, an dieser Stelle haben wir eigentlich alles schon gemacht. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne ein Abo und ein Like auf diesem neuen Kanal hier lassen. Wenn ihr mehrere solche Videos wollt, gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch und schreibt uns gerne in die Kommentare. Lasst ein Abo da. Ja, meine Leute. Wichtig. Also, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, wir haben auch noch einen zweiten Kanal, den erwähne ich jetzt auch mal kurz. Das ist Prank Let's Play Gaming. Da werden Let's Plays kommen, Gaming. Verlinken wir auch in der Videobeschreibung, Leute. Genau. Wir verlinken. Richtig geiler Kanal auf jeden Fall auch. Ja, also an dieser Stelle war es das auch mit dem Video. Wenn ihr mehr eben wollt, gebt einen Daumen hoch. Und ja, Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Hero und euer Minecrafter XXL. Ciao. Ciao.